Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Denk dran, ne? Nicht stänkern, sonst kommt hier die... Boah. Funktioniert da wirklich? Bis auf den Schatteneffekt. Okay, weiter geht's. Was sagt die Uhrzeit? Ach, da ist noch Zeit. Mach mal Licht an. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Ja, und dunkel. Ich sehe echt nichts. Passen Sie die Helligkeit an, bis alle farbigen Bereiche von sehr dunkel bis sehr hell sichtbar sind. Dann bleibt es jetzt so. Das ist aber genauso dunkel. Wow. Hier runter. Okay. Wow. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, diese Schale Sau. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Mit der Helligkeit, der ist trotzdem dunkel. Och, Sally. Und die Taschenlampe kann ich nicht einschalten selber. Ich hab's probiert. Das hat er selber gemacht. Nein. So, pass auf, weil unter Optionen Steuerung können wir mal gucken. Controller-Layout. Ach, der Fokus war hin, meinst du so? Geht doch. Oder war es wegen Linie? Passt doch. Passt. Alles schick. Tagebuch können wir ja auch noch öffnen. Sich so umsehen, Primärwaffe, Handfeuerwaffe. Fotomodus haben wir abgeschalten. Gehen, rennen. Schulterwechsel ist L3. Ach so. Ach, zoomen können wir auch. Springen, klettern, Nahkampf, interagieren. Okay. Erster Teil. Hier sind bestimmt dann des Rätsels Lösungen drin. Ne? Haben uns alles schon kopiert. So. Ich kann nicht zoomen. Und Schulter wächst. Achso, haben wir nicht erlaubt, deshalb. Ist vielleicht doch besser so, dass wir es nicht erlauben. Gut, wir müssen was finden. Oh. Oh, Stream ist weg. Jetzt ist der Stream wieder. 25 Sekunden. Nee. Warte mal. Machen wir mal einen Stream aus. 25 Sekunden ist ein bisschen zu lange. Warte, kleinen Moment. Ich stoppe den Stream. Moment, ich stoppe den Stream. Moment. 17 Sekunden, 16, 15, 14 und starte den nochmal neu. Weil, ey, 25 Sekunden ist dann doch ein bisschen zu lang, oder? Oder ich starte jetzt. Warte mal. Kann ich jetzt wieder starten? Nee, dann startet er bei 24 Sekunden. Ist ja Quatsch. Ja, Moment. Okay, jetzt. Keine Ahnung, wo jetzt Verzögerung, Ende in. Ich weiß nicht, wie viel Verzögerung jetzt drin ist.
Moment. 6 Sekunden wieder. Ich glaube, jetzt sind wir wieder synchron. Mit Verlaub, ich hab Urlaub. Genau. Hey, ich glaube, ich hab was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Ja, endlich ist hier mal Licht. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es ein Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Was? Das, was hier leuchtet, oder was? Ja, einen chemischen Baustrahler habe ich jetzt. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Ich hab mir wehgetan. Auf uns wurde geschossen und er hat sich wahrscheinlich gerade einen Fingernagel eingerissen. Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach, was nicht. Lass die Schauergeschichten. Ja, mir auch, aber ich frag dich, woher? Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Eine tote Leiche. Allmächtiger! War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Ach, unterirdisch. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay. Macht sie denn durch? Bis dann. Der hat ja keine Zähne mehr. Oh, jetzt ist die Fackel weg. Okay, jetzt nichts. Jetzt gibt es bestimmt gleich eine böse Überraschung. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist.
Hilf mir mal! Falle. Falle. Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Es ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sally. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Aber sie hat den Dolch nicht verraten. Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Und ich dachte schon. Wir sind in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Muss ich jetzt fliegen? Wie komme ich jetzt hierher? Du bist erledigt! Oh, 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 danke für die Warnung! Hör jetzt auf in den Mist und komm hier hoch! Los jetzt! Lass ihn nicht durch! Lauf! Tja, das ist eine gute Frage. Ich hab den Film noch gar nicht gesehen. Carla. Oh, Mist! Was machen wir jetzt? Wir springen! Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fang ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist! Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist! Da siehst du, hat doch funktioniert. Die schwimmen doch, die Bänder. Ah, du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer schießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Niemals. Gut. Wie schaltet der denn oft? Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Er schiebt jetzt langsamer als der Truck. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Ja.
Oh, nicht den Ersatzreifen. Ey, das war Jeep gegen den Truck. Halten Sie gedrückt und drücken Sie um. Achso. Hä, warum dreht er denn sich denn weg? Hä? Explodiert. Oh, guck mal, schöne bunte Wimpel. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Ich such den. Mist. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Aber wo? Haltet die Augen auf. Da Fug. Bringt sie raus! Okay. Ich kann doch nicht zielen, Mann. Fall um. Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Ja, und das in Nepal. Das ist der Präzision. Ja, okay. Ja, na klar. Kann ich hier hochklettern oder was? Nee. Boah. Nee. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Warum nicht? Fehler in allen Teilen. So, wo können wir jetzt lang? Da kann ich, glaube ich, hochklettern. Ah ja, ich muss immer auf die Klettermaler hier, ne? Drücken Sie, um sich über eine Mauer zu schwingen. Ach so, okay. Ich beneide die Leute ja immer. Die haben Muskeln, ja. Weißt du, ich habe ja gelitten beim Kletterfahrt. Aber die haben es echt drauf. Also auch Lara, ne? Die kann das auch. Die hängen sich dann da einfach mit einem kleinen Zeigefinger dann irgendwo hin. Macht der JP da schon wieder? Ach, der Black Adder. Aber 36 PS ist doch gut für so ein kleines Auto. Weil es geht ab wie eine, ne, wie Spitzkatze. Ja.
Oh oh. Oh oh. Toll eingepackt. Der ist nämlich gerade eben abgerutscht hier. Genau. Ich meine, wer abrutscht, darf normal. Was war genau. das? Genau. Das war ich nicht. Ich bin ja für vieles verantwortlich, aber das nicht. Ach ja. Oh nein. Ah, ist klar. Toll, danke schön, dass du die Munition runtergeworfen hast. Sau. Ich glaube, ich muss eh runter, ne? Oder? Ich bin am LKW. Ja, okay. Was du ein Schwein. Wo ist Down. Down. Rennt die Straßen. Wo sind die hin? Die haben die Straßen geräumt, bestimmt. Das war nicht gut. Sucht weiter. Nicht schießen. Feigling. Aha. Oh nein! Ups! Bleib stehen, Mann. Oh. Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Genau. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen.
Sie... Ja, ach, hallo? Und das ist also der Schlüssel. Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ah, ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Yep. 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 So, Kriechmuni... So ist gut. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Was hast du da für ein Quatsch? Na Popcorn. Na Popcorn, ist doch klar. Merkt man doch, ist Popcorn. Ach ja. Den Song kennt man doch, oder nicht? Mit Popcorn. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Von innen verriegelt. Vielleicht komme ich damit hoch. Links und mit dem links. Oh. Das ist zu weit weg. Also nochmal. Ah, da war schon schöne Klassiker dabei. Schöne Spiele dabei. Ich brauche keinen Tipp, ich weiß, was ich tue. Der lebt noch? Nicht mehr.
Was? Ist noch einer? Ja, da oben. Aber ein langes Telefonat, Aaron. Ich bin doch noch nicht müde. Sag mal, sind die jetzt immer noch hier? Ach, da oben. Es ist vorbei. Okay. Doch, es ist vorbei. Tschüss. Hallo. Hi. Ja, ich mache die Tür auf. Ach so, ich glaube, ein Schuss. So. Zurück! Toll! Und alles ganz ohne meine Hilfe. Ja. Forschungsaufenthalt. Grobe Richtung? Bio? Chemie? Geo? Ja, Witter. Ein Schuss herbeigekriegt. Wow. Hilf mir mal. Ich glaube, ich komme an die Leiter. Bitte. Bitte. Ach, da. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Na bitte. Sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Ach, der hängt hier ab. Ich hab ja auch nichts gemacht. Ist alles der Erfindung von der Dingsindustrie. Die drei Schuss habe ich auch wieder gekriegt. Da habe ich aus dem Holz gepopelt.